Alter, wie dreckig. Was machen wir jetzt damit? Öffnen. 7 Boxen für 19 Euro. Da wird nur Scheiße drin sein. Ich sag dir, wie es ist. Alles klar. Vielleicht kommt der Kork. Das ganze Scheiße nachher dann bei YouTube. Bei eBay inserieren. Der Kork! Ja, herzlich willkommen bei die beiden. Wir haben heute 7 Mystery Boxen vom Mediamarkt im Wert von 19 Euro. Und einmal aus München haben wir das Super 8 bei Windham, stilles Wasser. Ja, aber erst machen wir die Mystery Boxen auf und am Ende gilt das Wasser. Genau. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Genau. Ich muss sagen, es ist krass, wie unterschiedlich die gepreist sind. Ne? Der hier hat einen Warenwert von 48 Euro, kostet 5 Euro. Der hat einen Warenwert von 55 Euro und kostet 1 Euro. Hier haben wir einen Warenwert von 30,98. Als du mir das geschickt hast, was ist das denn für 1 Euro? Der als ob. Ja. Ich kann sicher sagen, da wird nur Plunder drin sein. Aber was wollen wir erst auch mal? Erst die teuren oder erst die billigen Boxen? Ich würde sagen, erst so eine kleine oder so. Ne? Ich würde sagen, wir gucken nach dem Unterschied zwischen Warenwert und dem. Ja, genau, den kleinsten Warenwert. Den kleinsten Warenwert, der Mittelwarenwert. 32, 34. 13 Euro. Wir haben mal einen Warenwert von 13,96 Euro. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ich habe ja schon etliche Videos geguckt, aber eine Mystery Box für 1 Euro, also das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist der Aufwand, das zu packen, und das lohnt sich gar nicht. Was haben wir? Jetzt machen wir mehrere Sachen. Wir haben einmal, für 1 Euro sind mehrere. Wir haben einmal ein Protection Glas für ein Samsung Galaxy A21s. Alles irgendwer von uns nach. Ich kenne mich mit Samsung nicht aus, ich weiß nicht, wie alt dieses Handy ist. Ich wollte mal so den Ebay-Wert abchecken. Ja, das ist ungefähr, cool. Was das bei Ebay kostet, circa. Nur einfach ein normaler Scan. Also bei Ebay angeboten wird es für 3,99 plus 1,95 Versand, also 5 Euro. Ja, auch noch ein Wert von 10 Euro. Der also schon eine Box. Dann haben wir ein Kosmos-Ausgrabungs-Dino-Ei. Das wird angeboten für 3,82 plus 6 Euro Versand. Das wird nie einer kaufen. Dann haben wir eine Philips LED-Lampe, 40 Watt. Ja, das braucht. Das ist eine Glühlampe, ne? Die wird wahrscheinlich dann am meisten wert haben. Die kostet 4,99 plus 2,99 Versand. Oh, noch eine. Noch eine. Nochmal, genau dieselbe. Das ist dieselbe. Das ist genau dieselbe. Ja, die, gut, die können wir jetzt bei eBay zusammen für 8,99 anbieten mit Versand. Also da machst du es doch, glaube ich, mit der meisten Kohle. Ich finde jetzt, für 1 Euro ist das okay. Durchaus. Für 1 Euro, der Karton kostet schon 30 Cent. Also, das war's, ne? Das war's. Ja, für 1 Euro. Für 1 Euro kannst du da nicht meckern. Also das ist wirklich okay. Also das ist kein Scam, das ist auch kein Verarschung. Wenn ich noch das Handy noch hätte, das wäre das optimal gewesen, ne? 16,96. Machen wir die, ne? 16,96 Euro. Was machen wir eigentlich für eine Scheiße hier, Schneider? Egal, das ist halt die beiden. Ich hab den Hirsch schon lange nicht mal gesehen. Der Hirsch ist hier ein bisschen winzer. Echt? Hm. Schon wieder? Ja. Dieselbe Scheiße. 4 Euro. Oh, es ist fast dieselbe Scheiße drin. Wir haben hier einmal, diesmal aber nicht für das A21s, sondern für das A12. Das ist aber sogar älter schon, glaube ich. Ich will mich nicht festlegen, ich bin mittlerweile auch nicht glaube ich. Ja, also. Das ist auch 3,99 ehrlich, Versand. Mediamarkt, die werden das auch ewig im Regal drin haben. Ja. Und das kauft dann da keiner. Dann haben wir nochmal dieses Dino. Das hab ich noch nie im Laden gesehen. Also, und dann haben wir noch mal. Boah! Kaputt. Nochmal die Lampe, die habe ich schon dreimal. Aber jetzt könnte man die halt bundeln. Überleg mal, für 2 Euro. Ja, schon viel Lampe. Man könnte jetzt ein gutes Bundeln machen. Bundeln und Handeln. Bundeln und Handeln. Und dann haben wir noch eine andere Lampe, die hatten wir noch gar nicht. 7,48 plus 3 Euro Versand, also ein 10er. Boah, doch. So eine Riesenbox. Das ist aber auch eine Verarsche. 1 Euro EK. 30 Euro Warenwert. Warenwert von 30 Euro. Bin echt gespannt. Ja, aber da müssen wir ja schon, da muss schon was Größeres drin sein, wenn die sagen, okay, packen wir den größeren Karton oder die hätten kein Klein mehr da. Vielleicht ist das länglich, wie so ein Poster oder so. Tatsache, ein Poster. Krass, okay. Also 1 Euro EK. Die Kiste ist schon voll, ne? Einigermaßen. Also wir haben hier einmal. Ein Protection Glas für Apple, iPhone XS Max. Boah, das hat doch keine Sau. Das hat oder Chef Flohmarkt. War ein Flohmarkt für 1 Euro weiterverkauft? Ist der Euro schon drin? Denke ich. Ja, auch die Dino-Eier für 1 Euro. Ja, ich denke mal. Irgendwie wird das Handy wohl schon haben. Demon's. Das ist geil. Poster. Das ist echt. Wir kaufen jetzt. Vor allen Dingen ist das laminiert so ein bisschen, ne? Gloss. Was ist das bei eBay?
Das finde ich krass, dass sowas beim Mediamarkt, dass es keinen Anklang findet, ne? Dass sie das rausschmeißen und das kauft halt keiner. Weil Deppen, der das ist immer dafür ausgeführt, ist auch. Also das ist auf jeden Fall weg, ja. Ist okay. Aber da ist noch was drin. Das sind zwei Poster. Zwei Poster. Ja. Also der Karton ist leer. Große. Und dann ist hier noch ein Karton drin. Ein weißer Karton. Made in China. Aber ich finde, für einen Euro war das jetzt schon okay. Oh ja, auf jeden Fall. Also allein das Poster ist. Alleine der Karton. Was ist das? Was ist das? Totes Tier. Nee, der Teekanne. Das ist aber auch kein EN-Code, dass man irgendwie eine Referenz hätte. Mhm. Nee, der steht nur Made in China drauf. Kurz abseits, wir haben die Kaffeekanne gefunden. Das Ding ist von Krups. Ein bisschen recherchiert. Schreib bitte noch mehr, bitte. Krups.de, das Ding kostet da 14 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Das ist schon bombastisch. Ja, 14 Euro für die Scheiße. Made in China. 54 Euro. Ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass da drei Schutzgläser für 20 Euro drin sind, so gefühlt. Ja, das geht ja auch nicht. Ihr habt nicht geguckt, was das kostet, aber es wird auch so bei 10 Euro. Ich denke, oh, es wurde schon mal geöffnet, so wie es aussieht. Ja, das klebt auch wie so. Das ist halt Salzgitter, ne? Ja, neuwertig. Also, hast du das gedacht? Salzgitter, ja. Ich bin ja beim Salzgitter auch gewesen. Und der Typ, der meinte dann, ach, sie haben doch die 3-2 Spiele. Ja, das haben sie ausgehangen, müssen sie gucken. Müssen im Internet gucken, hat er von mir gemeint gehabt. Und dann suchen sie sich auch raus. iPhone 12 Mini. iPhone 12 Mini Protection Glass. Hat man schon mal des Öfteren heute. Dann fürs iPhone 13 Mini. Diese Protection Gläser, die kauft keine Sau, ne? Die wird keine Sau kaufen, aber weiß ich nicht. Ich wandle die alle zusammen für einen 10er. Analogen Kurzzeitwecker. Ein Kitchen Timer. Okay. Also der muss ja jetzt einen Wert von theoretisch 50 Euro haben. Nee, ich glaube, diese Gläser sind schon teuer, ne? Ja, aber das macht sie für 13, für 12. Das wird der kosten. Das Ding wird angeboten für 5,39 plus 5,99 Versand. Der Versand triggert mich immer, ne? Die Leute, warum der Versand immer so teuer ist. Für einen Euro? Ja. Da war in den minderwertigen Boxen Besseres drin. Dann würde ich sagen, machen wir die 5 Euro. Was haben wir hier? 32 Euro? 34 und hier mal 47. Ja, dann die hier, Alter. Wirklich. Das geht auch. Hier warte ich ein bisschen was, weil 5 Euro ist schon, ne, im Vergleich zu 1 Euro, da kann man ja drüber lachen. Das ist schon das Vierfache, da müsste ja eigentlich schon was Besseres drin sein, wo die sagen, okay, das können wir nicht für 1 Euro rauspacken. Wenn sie da jetzt wieder diese Schutzgläser reinpacken. Dieses Glas und schon aufgemacht. Einfach schon offen. Ein Popsocket. Und das ist der Glitter Nebula, das ist nämlich gut, weil, dann spare ich mir das inserieren, weil den habe ich nämlich schon inseriert. Ja, bitte, sowas wird noch am ehesten gekauft. Ich denke auch, ja. Aber hier ist ja noch was drin. Einmal eine komplett zerbeulte Packung. Alter, beklebt ohne Ende. Komplett zerbeult, verschrottet. Kannst du gleich in den Müll schmeißen? Das kann ja gleich in den Müll werfen, aber ich drehe das irgendwo rein. Was ist das? Ein E14. Das braucht kein Mensch. Und dann haben wir noch eine Lampe. Was haben die denn mit ihren Lampen immer? Die werden wahrscheinlich nach ein paar Jahren aus dem Sortiment genommen werden, weil die Garantie erlischt oder die zu alt sind oder sonst irgendwas. Dann leuchten sie immer nicht mehr. Ja, das Leuchtstoff nachlässt oder sonst irgendwas und dann landen sie in diesen Boxen. Also nochmal eine Lampe. Da gucke ich jetzt gar nicht mehr nach. Stell dir mal vor, das kauft irgendein Kind oder so und freut sich dann. Oh ja, die machen schon. Sind da 10 Glühbirnen drin? Ich würde sagen, da sind zwei Schutzgläser drin und eine Lampe, würde ich sagen. Dasselbe, wird da wahrscheinlich. Dasselbe Scheiß drin sein. Oder wir kriegen wirklich noch irgendwie ein Pokémon irgendwie. Das wäre ja mal was, ne? Das wäre ja mal was, ne? Ich meine, das Poster. Ich kann mir ja gut vorstellen, dass hier auch wieder ein Poster drin ist. Ja. Also das Poster ist ja schon cool, ne? Also ich habe jetzt bezahlt 15,96 Euro für alles. So gesehen. Hm. Ah, okay. Müssen wir mal gucken, 15 Euro. Bei dem, was da auf den Tisch liegt. Das ist halt wieder okay, ne? Vielleicht werde ich hier die Schutzgläser irgendwie los. So, fürs A12. Schon wieder, ne? Es ist schon wieder. Aber diesmal noch original verpackt. Es ist noch OVP.
Der letzte Sale war am 14. November 2023 für 4 Euro plus 2 Euro. 4 Euro. Boah. Schwer. Wird echt schwer. Dann haben wir hier noch einen Popsocket. Genau denselben. Genau denselben. Aber ich denke, ja, also nein, den anderen, ne? Ja. Oder? Und dann haben wir noch eine Easy Schutzhülle. Gut, fürs iPhone 12. Fürs iPhone 12, 12 Pro. Das Ding ist aber, die sieht richtig korkig aus. Junge, die ist voll konformiert, ja. Die sieht aber auch echt nicht schön aus, muss ich dir sagen, ne? Das soll ach so, das ist eine Eco. Also das ist eine ökologische, deswegen sieht die so aus. Das ist so Recycling. So ein Schmutz, Alter, ehrlich. Bio-Case. Bio-Case. Biologisch abbaubar. Ich wollte sagen, das kannst du danach verbuddeln. 5 Euro mit kostenlos Versand. Boah. Oder 2,90 plus 1,60 Versand. Okay, also das Ding ist effektiv 3 Euro sogar wert. Weil eine Doppelmoral, ich mache mit dem Bio-Case an ein Handy, was aus China stammt. Was ja. Ist das geil! Also ich würde sagen, bis jetzt haben sich die 1-Euro-Boxen mehr gemacht. Ja, also 5 ja. Euro. Da, bei 5 Euro würde ich schon wieder sagen, das ist Scam. Geil. Eine haben wir noch hier. Die große 5 Euro, angeblich 47,97. Also ich würde jetzt wieder auf 2 Schuss gesagt haben. Ein Poster. Und wahrscheinlich Poster. Und Dino. Da ist einfach nichts drin, da liegt nichts. Oh! Ich sehe es noch nicht, bin gespannt. Tatsache. Ein Pokémon-Poster. Wie du gedacht hattest. Ja, okay. Ich bin auch schon beschädigt. Von wegen hier, ein Pokémon-Produkt ist drin. Nein. Und wir zwei Poster. Ne? Ja. 14,94 mit gratis Versand. 15,79 mit gratis Versand. Also wenn du das Ding verkauft bekommst, hast du sogar fast alles, was du ausgegeben hast, wieder drin. Gibt's Sales? Nein. Und dann haben wir ein Popsocket. Ein schwarz mit einem Herz. Sehr schön. Einmal leere Schutzhülle. Das ist doch Müll. Das ist ein großer Konzern. Aber gut, ja. Das willst du zu Salzgitter sagen. Das ist halt Salzgitter. Das ist mein Fazit ist, dass ich mir die 1-Euro-Box jederzeit wiederholen würde. Ja, wiederholt sich leider. Würdest du machen, in einem Monat ungefähr, wenn du eine Review machst, wäre ich auch wieder dabei. Und dann können wir ein bisschen einblenden, was ich hier rausgeholt habe. Das ist eine gute Idee. Wir machen einfach ein Update-Video dazu. Nach 4 Wochen machen wir mal ein Update, ob sich das überhaupt irgendwie gelohnt hat. Ich werde das alles inserieren, auf jeden Fall im Shop. Die Lampen als ein Angebot, die Schutzfolien als ein Angebot. Ich denke mal, ich wollte auch sein, ich glaube am sinnvollsten sind so wirklich einfach ganze Bundles. Ja. Ja, dann ist halt die Frage, wer kauft einen Mann mit 10 verschiedenen Handys? Wollen wir irgendwas Cedric geben, hier die Lampe oder sowas? Weil die ist eh angeblich. Ich würde sagen, was wir am Ende gar nicht loswerden, das würden wir mal verschenken dann. Das hat für einen guten Zweck. Aber wir haben jetzt noch das Wasser, ne? Das Wasser. Das Wasser, wo ist das? Also das Wasser habe ich aus München mitgebracht, aus dem Hotel. Super 8 bei Windham. Das sieht so edel aus. Das sieht edel aus. Das läuft am 28.01.2015 ab, also es ist noch haltbar. Das riecht großartig. Das ist so richtig sinnlos, Alter. Tafelwasser ist kein Mineralwasser. Da sind keine Mineralien drin. Warum ist es eigentlich Leitungswasser? Das Wasser still. Ich muss sagen, ich habe schon Schlimmeres getrunken. Also es gibt teilweise Wasser, was richtig eklig ist. Was einen ekelhaften Eingeschmack hat. Also das geht eigentlich. Das ist so erfrischend. Also im Sommer, wenn du was kühlst, nur Wasser, ist das okay. Vor allem bist du im Hotel und holst dir da diesen Tetrapack. Joa, hab ich. Immer gibt's mal bloß einen Wassertest. Was wird denn dem Wasser geben? Nein, es ist. Also ich mag ja kein Wasser, ne? Ich hab schon Schlimmeres getrunken. Also ich weiß nicht, wie soll ich das bewerten? Ich würde jetzt einen 9 sagen. Ehrlich? Ja, es ist halt ein gutes Wasser. Ich würde auch sagen, so eine 7-8. Also wie so ein Bollbeck ist das darzustellen. Das schmeckt auf jeden Fall besser als das Harzer Grauhof oder das Blankenburg. Bollbeck geht tatsächlich. Ja. Bollbeck trinke ich wieder am meisten. Ich bin gespannt. 4 Wochen noch ein Update. Voll wieder. Es ist aber auch. Es schmerzt ja alleine schon, wenn du das siehst und so online. Jetzt muss ich das irgendwie wieder loswerden. Jetzt steht die Scheiße wieder rum. Ja, bei den beiden gerade. Es tut halt weh, 19 Euro, ne? Was hättest du dir von 19 Euro alles holen können? Ne? Ein bisschen. Zum Beispiel. Ja! Das ist echt traurig, aber was willst du machen? Okay, tschüss. Mhm.
Die Dinger sehe ich auch noch seit Jahren beim Mediamarkt. Irgendwie gefühlt interessiert sich da keine Sau für. Die Dinger hängen da einfach. Deswegen sind die jetzt in diesen Boxen, die ich gekauft habe für einen Euro. Oder auch für 5. Das muss auch schon scheiße sein. Stell dir vor, du hast da wirklich dieses Sortiment, Mediamarkt und du hast Sachen on Master, die keine Sau haben. Ist okay jetzt. Bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao. Bis dann. Ciao. Der Hirsch.